Woher wusstet ihr? Du hast normalerweise benutzt man die, um sie gegen Leute zu schwingen. Dass du auch seine Codex-Seite haben wirst. Nun so, dica così bravo. Codex. Eine Beschreibung der Arbeit des Ordens, sein Ursprung, der Zweck. Okay. Unser Credo, wenn du willst. Dein Vater glaubte, der Codex enthielt ein mächtiges Geheimnis. Etwas, das die Welt verändern würde. Vielleicht haben sie ihn deshalb geholt. Kommt! Ich bin doch nur einer! Hai paura! Chiudiamo questa faccenda. Du machst gute Fortschritte, Ezio. Heute zeige ich dir, wo du dich im Kampf am besten positionierst. Wo du stehst und wie du dich bewegst, kann den Unterschied machen. Ich sah sehr wohl, wie du meine Bibliothek seziertest. Glaubst du mir also jetzt? Ja, mein Vater war ein Assassine. Aber weshalb diese Heimlichtuerei? Kennst du den Templerorden? Okay. Einer von vielen Ritterorden, die während der Kreuzzüge entstanden. Chroniken sagen, dass er vor fast 200 Jahren in Frankreich aufgelöst wurde. Aber das stimmt nicht. Nur in den Untergrund gedrängt, von wo er sein ruchloses Werk fortsetzte. War doch einfach. Gut so, Neffe. Du hast dich wirklich gemacht. Danke, Onkel. Für alles, was ihr mir gabt. Du bist Familie. Es ist meine Pflicht und mein Wille. Ich bin froh geblieben zu sein. Gut, du hast dich gegen Abreise entschieden. Wir segeln nach Spanien. In 3 Tagen. Mhm. Aber Neffe, ich lehrte dich diese Dinge, damit du besser vorbereitet gegen unsere Feinde kämpfen kannst. Wenn sie mich finden, werde ich bereit sein. Du willst gehen, Ezio? Alles wegwerfen, wofür dein Vater kämpfte und starb? Dein Erbe leugnen? Fein, wie du willst. Arrivederci e buona fortuna. Onkel, wartet. Warum ist er so wütend? Wie sollte er nicht? Vieri belästigt uns, seit ihr hier angekommen seid. Wohl zu erwarten, denke ich, bei seiner Herkunft. So. Dann gehen wir nochmal zu Onkel. Onkel! Wo sind denn alle? Sie sind nach San Gimignano, um diese Schlange Vieri zu töten. Ich will dabei sein. Bei den Ställen findet ihr, was ihr braucht. Mhm. Vor der Abreise Maria besuchen. Das kriegen wir auch noch hin. So. Ezio, schau sie an. Ich bringe sie immer noch nicht zum Reden. Sie verbringt Tag und Nacht vor den Federn, die Petruccio sammelte. Sie kann nicht loslassen. Ich weiß nicht, was ich tun soll. Keine Sorge. Sie wird wieder zu uns kommen. Ich weiß es. Okay. Zwei Wochen, was wir dann ja, als ob ich alle sammel. Okay, dann gehen wir mal los. Nee. Nee, mich bedacht nichts. Hi, hi. Ja, dann helfen wir mal diesen Volltoten zu erdolchen.
Ich glaube, das war hier oben im Dorf, ne? Oder? Ja, sag ich doch. Ezio, was tust du denn hier? Verantwortung übernehmen. Vieri belästigt euch nur wegen mir. Vieri belästigt uns, weil er Templer ist und wir Assassinen. Wie auch immer, ich möchte helfen. Va bene, dann hör gut zu. Zuerst müssen wir einen Weg in die Stadt finden, obwohl Vieri uns scheinbar erwartet. Er hat die Tore verschlossen und seine Männer als Wache geschickt. Glücklicherweise ist die Stadt größer als sein Heer. Das Südtor ist leichter bewacht, also werden wir dort zuschlagen. Okay. Nehmen wir das hier. Ja. Okay. Nun gut, Ezio, hier ist der Plan. Meine Männer und ich lenken die Wachen ab. Sobald wir angegriffen haben, klettere über die Mauer und finde einen Weg, das Tor zu öffnen. Nimm dir diese Wurfmesser. Erledige damit die Bogenschützen. Bereit, wenn ihr es seid. Dann lasst uns beginnen. Gut. All'attacco! Wurfmesser, hier. Okay. Hey, ihr solltet nicht hier sein. Geht. Ja, ich sollte nicht hier sein, ich weiß. Nur noch diese eine da. Okay. Dann können wir das Tor öffnen. So. Gut. Hallo? Okay, und rein da, ne? Oder? Gemacht, Ezio. Sind drin. Hier lang, Männer. Ich möchte, dass du diese Wachen ablenkst und sie hinderst, Alarm zu schlagen. Hoffentlich verschafft mir das genug Zeit, um Vieri zum Schweigen zu bringen. Bestimmt. Warte, Nipote. Nimm ein paar meiner Männer mit. Nur zur Sicherheit. Komm zu mir, sobald du es erledigt hast. Was hat Vieri denn jetzt vor? Das weiß keiner. Die gehören schon zu mir. Wie sonst soll man die Patrouillen erklären? Und noch eins. Wir sollen Soldaten sein. Stattdessen sind wir seine Kinder. Und warum? Hat sicher mal wieder das Falsche gesagt. Okay. Die Leute sauer gemacht. Und jetzt zahlen wir den Preis. Hast du auch was für mich? Oh, teuer. Homo ist die Stiefel. Besser als unsere. Oh. Upsi. Immerhin habe ich die Stiefel, oder? Habe ich die? Ja, die Stiefel habe ich immer noch. Und noch ein Zeichen, wenn ihr folgen sollt. Stattdessen sind wir seine Kinder mit. Und warum? Na. Hey. Hey. Nehmen wir mal einen Dolch. Oh, Kopf, das tut doch auch weh. Einer noch. Die Arme,
Gut, weiter. Na? Na? Hey! Hey, hey! Okay. Das richtige Schwert nehmen wir wieder. Ezio, euer Onkel wird angegriffen und braucht Hilfe. Mhm. Geht zu ihm. Machen wir doch. Zu Mario gehen. Also, ich möchte doch nur mein normales Schwert. Jetzt werde ich komplett gesucht. Okay. Kümmern uns schon um die Wachen. Geh du weiter und finde diese Schlange Vieri. Sieh zu, dass der Gerechtigkeit Genüge getan wird. Den hier noch. Okay. Dann suchen wir den Vieri oder wer er heißt. Moment mal. Der Geier da unter der Grube. Er ist verschwunden. Er ist verschwunden. Naja. Also beschlossen. Vieri, ihr bleibt hier, um die Söldner zu führen. Francesco organisiert unsere Truppen in der Stadt und sagt Bescheid, wenn der Zeitpunkt gekommen ist. Jacopo, eure Aufgabe ist es, die Bürger nach der Tat zu beruhigen. Und dieser Trinker Mario, er macht ständig Ärger und ich befürchte, dass er herausfinden könnte, was wir planen. Er hat immer Ärger gemacht. Genau wie sein elender Bastard von Bruder. Dann lasst sie mich zusammenführen, Vater. Es wird noch Zeit genug geben, den Müll zu beseitigen, wenn wir fertig sind. Nun, gibt es sonst noch was? Muy bien. Möge der Vater des Verstehens euch leiten. Kommandante! Kommandante! Was? Mario Auditore ist in die Stadt eingedrungen und er sucht nach euch. Dann lassen wir ihn nicht warten. Okay. Und wir machen ihn auf den Turm hier weg. Na kommt. Was planst du mit deinen Verbündeten? Ist es das, was mein Vater entdeckte? Wurde er deshalb getötet? Entschuldige. Hoffst du etwa auf ein Geständnis? Du Drecksschwein! Du sollst in der verdammten Gosse verrotten, du Hund! Wenn du nur noch mehr gelitten hättest! Ich hoffe, du... Genug, Ezio. Ein wenig Respekt. Respekt?
Nach allem, was passierte? Glaubt ihr, er hätte einem von uns Respekt entgegengebracht? Du bist nicht Vieri. Werde auch nicht so. Möge der Tod dir den gewünschten Frieden bringen. Requiescat in pace. Nimm dies. Lies es, wenn du Zeit hast. Wir sind hier jetzt fertig. Kehren wir zur Villa zurück. Okay. Messergürtel erhalten. Sehr schön. Brief an Francesco de Pazzi erhalten. Fähigkeit Messerwurf erlernt. Okay. Dann mal wieder zur Villa hoch, ne? Ich bin sicher, ich habe, was ihr braucht. Ach, andere Seite. Und hier ist er. Nostro Campione Ezio. Es lebe Ezio! Ihr verschwendet keine Zeit mit dem Beginn der Feierlichkeiten. Warum denn auch? Du hast uns einen großen Dienst erwiesen. Durch Vieris Tod wird die Toskana endlich wieder friedlich sein. Weißt du, was das bedeutet? Nie mehr Arbeit. Wir können den ganzen Tag mit Saufen verbringen. Und mit Huren. Was denn? Stimmt doch. Komm, Ezio. Geh mit mir. Ja, Onkel? Okay, wir gehen mit Onkel. Die Pazzi unterstehen einem anderen. Einem Spanier. Das ist Rodrigo Borgia. Einer der mächtigsten Männer Europas und Großmeister des Templerordens. Mhm. Also ist er verantwortlich für den Tod meines Vaters und meiner Brüder. Ja, und er wird auch dich töten, wenn er kann. Dann muss ich gegen ihn kämpfen, wenn ich frei sein will. Doch erst wenn jeder andere Templer meine Klinge gekostet hat. Vaters Liste wird mich führen. Wohin gehst du als nächstes? Florenz. Francesco de Pazzi wird das Schicksal seines Sohnes teilen. Ein kluger nächster Schritt. Kein Zweifel, dass er Böses im Schilde führt. Gut, genug der ernsten Gespräche. Ich bin in meinem Büro, wenn du mich brauchst. Okay. Ich sollte den Brief lesen, den mein Onkel mir gab. Den Brief. Signor Pazzi, ich tat, wie mir geheißen und sprach mit eurem Sohn. Ich stimme mit eurer Beurteilung überein, allerdings nur zum Teil. Ja, Vieri ist dreist und handelt oft gedankenlos. Und er hat die Angewohnheit, die Söldner wie Spielzeug zu behandeln. Ich habe Berichte von mindestens 3 Leuten, die als Ergebnis verstümmelt wurden. Aber ich halte ihn nicht, wie ihr sagt, für hoffnungslos. Eigentlich denke ich, dass es sogar eine sehr einfache Lösung gibt. Er sucht eure Anerkennung. Eure Aufmerksamkeit. Ach, genau, weiter. Seine Ausbrüche sind ein Resultat der Unsicherheit, die aus einem Gefühl der Unzulänglichkeit entsteht. Er spricht oft und liebevoll von euch und drückt den Wunsch aus, euch näher zu sein. Wenn er sich also laut, garstig und wütend gibt, tut er das nur, um Aufmerksamkeit zu bekommen. Er will geliebt werden. Handelt, wie ihr es nach diesem Bericht für richtig haltet. Aber ich muss euch auch darum bitten, dass wir unsere Korrespondenz beenden. Sollte er den Grund dafür erfahren, muss ich um mich fürchten. Vertrauliche Grüße, Fra Giocondo. Okay. Dann gehen wir zum Onkel ins Büro. Ups. Sieht bekannt aus? Weitere Kodexseiten. Ja, dein Vater konnte einige finden und übersetzen, bevor er... Hier. Das ist nicht die Arbeit deines Vaters. Jemand anderes hat das übersetzt.
Leonardo da Vinci, ein Freund. Siehst du, wie die Wörter von einer Seite auf die nächste kreuzen? Da ist irgendetwas drunter. Irgendeine Art Karte. Wohin soll die wohl führen? Dein Vater und ich konnten Teile einer Prophezeiung auf diesen Seiten entschlüsseln. Geschrieben wurde sie von einem Assassinen wie uns, der einst einen Edensplitter besaß. Sein Name war Altair. Er sprach von etwas Mächtigem und Uraltem, das unter dem Land versteckt ist. Was ist das? Ja, was? Genau um dieses Geheimnis zu lösen, haben wir diese Seiten gesammelt. Dann lasst mich helfen. Ich sollte die Arbeit meines Vaters fortführen. Und zwar jetzt. Ich beginne mit der Seite, die ich von Vieri habe. Leonardo wird sie entschlüsseln. Bene, komm wieder, wenn du Zeit hast, und wir fügen sie zur Wand hinzu. Okay, also zurück nach Florenz. Ups. Erstmal hier hoch. So will es der grüne Punkt. Mensch. Das ist auch ein Krampf, wie hoch zu klettern. Okay. Und runter. Und das ist einfach eine Codex-Seite hier. Gut. Ups. Also die Codex-Seiten einfach so in der Gosse liegen, ne? So, hier hinten. So. Tut mir leid, Meister. Ich gehöre nicht zu denen, die ihr sucht, Signore. So, die andere war außerhalb. Wo ging's hier raus? Hier. Klauen wir uns mal das Pferd. Ah, da lang. Wird schon passen. So. Und hier bei irgendeinem Bauern im Umland liegt einfach eine Codex-Seite rum, ne? Dann, und jetzt zurück zu Mario. Ach nee, stimmt gar nicht. Sequenz 3 beendet. Oder? Dann noch der Rat, oder bin ich jetzt doof? Ups. Nee. Ich will doch nur in die Stadt.
Okay, offenbar doch nicht beendet, wenn es noch weiter rät. Dann gehen wir wieder zu Mario, oder? Und so, nee, wir sollen gleich zu Mario. Wir sollen zu... Wohin? Claudia. Hallo, Claudia. Unser Onkel ist ein Monster. Das ist unerhört. Was ist geschehen? Er lässt mich arbeiten. Oh, wie schlimm. Wenn ich hier wäre, müsste ich sicher nicht hinter einem Schreibtisch sitzen. Und wie lauten die Bedingungen dieser Versklavung? Da jemand entschieden hat, hier zu bleiben, hat Onkel Mario vorgeschlagen, dass wir Geld verdienen, um die Villa zu reparieren. Aber es gibt kein Geld. Ich wette, dass ich dir Geld bringen kann. Oh, klasse. Mehr Arbeit für mich. Nun gut. Wenn du anfängst, für Verbesserungen in der Stadt zu zahlen, werde ich alles in diesem Buch festhalten. Und da ich nichts Besseres zu tun habe, notiere ich auch alles, was du von anderswo mitbringst. Wenn du es schaffst, diesen Ort ans Laufen zu bringen, werden Reisende zu Besuch kommen und Geld ausgeben. Okay. Und viele den Weg aus der Stadt scheuen werden. Aber wenn sie kommen, sammle ich alles verdiente Geld in dieser Kiste. Du wirst selbst herkommen müssen, um das Geld zur Bank zu bringen. Wenn die Kiste voll ist, nehme ich mir sonst selbst den Überschuss. Capito? Abgemacht. Okay. Truhe hat 0. Maximale Kapazität 737. Die Villa erzeugt zurzeit Einnahmen von 184 Florin, die alle 20 Minuten in der Truhe hinzugefügt werden. Okay. Gut. So, der Architekt. Buongiorno. Stimmt etwas nicht? Sir Mario heuerte mich an, um mich um alles zu kümmern. Aber ich bin Architekt und kein Zauberer. Ohne Geld kann ich keines dieser Gebäude reparieren. Und wenn euch jemand Geld brächte? Dann wären wir im Geschäft. Ihr seid sicher Sir Ezio. Hab ich recht? Onkel, das ist mal ein cleveres Bürschchen. Er ist sehr aufmerksam, wenn er Geld riecht. Wenn ihr diese Stadt aufbauen wollt, brauche ich es. Ich habe hier eine Preisliste für neue Läden und Renovierungen. Bringt mir Gold, trefft eine Wahl und ich fange sofort an. Wenn ich einen Laden baue, könnt ihr als Besitzer die Ware dort zu niedrigen Preisen erwerben. Investiert ihr mehr Geld in den Laden, wird der Rabatt größer. Die Renovierungen, nun, sie bringen das Leben zurück in die Stadt und in die Villa. Und wie Sir Mario mir erzählte, war das eurem Ur-Urgroßvater sehr wichtig. Außerdem führen neue Läden und Renovierungen dazu, dass mehr Menschen zu Besuch kommen, wodurch euer Einkommen steigt. Wollen wir uns das einmal ansehen? Jo. Kunst brauche ich nicht, Bank. Steigt sein Wert der Stadt enorm. Dieser Händler. Ja. Machen wir erstmal. Oder? Machen wir es in die Bank, weil er steigert den Wert enorm. Irgendwas Kleines. Nee. Schneider. Für einen Toy. Geht voll klar. Alles andere kann ich mir nicht leisten. Wert plus 2000. Salute, Claudia. Willst du das Buch sehen? Vollendung 2%. Oh. Maximale Kapazität 1537. Und das, die Villa erzeugt zurzeit Einnahmen von 384 alle 20 Minuten. Na gut.